Hallo, ich bin Effi, eine lizenzierte Guide bei Corfu Perspectives Guide Tours. Wir möchten Ihnen einige Geschichten über Ort und Menschen erzählen, die Sie vielleicht kennen, aber es gibt noch viele Geheimnisse zu entdecken. Heute reden wir über den Douglas Obelisk. Der Obelisk von Douglas, auch bekannt als die Säule von Douglas, befindet sich entlang dem Küstenboulevard der Bucht von Gariza. Es ist ein Denkmal, das dem englischen Lord High Commissioner Howard Douglas gewidmet ist. Generalsir Howard Douglas, der 1776 in England geboren wurde, war ein britischer Aristokrat und Militärkommandant, der als englischer Armeegeneral, Autor, Kolonialverwalter und Parlamentabgeordneter für Liverpool bekannt wurde. Von 1835 bis 1841 war er Lord High Commissioner der Vereinigten Staaten der Ionischen Inseln. Er war der vierte Commissioner in Folge, der während des britischen Protektorats der Ionischen Inseln diente. Obwohl er sich weigerte, einer der vom vierten Ionischen Parlament vorgeschlagenen Verfassungsänderungen zu akzeptieren, war er maßgeblich am Bau mehrerer wichtigen öffentlicher Gebäude und der Gründung zahlreicher Wohltätigkeitsorganisationen beteiligt. Die Errichtung verschiedener Straßen auf der Insel Korfu, der Bau einer Nervenheilanstalt, eines Armenhauses und eines Gefängnisgebäudes, die Gründung des Ionischen Gymnasiums und der Ionischen Bank sowie der Betrieb eines Telegrafenamtes gehören zu den wichtigsten. Auch die katholischen und orthodoxen Friedhöfe wurden von ihm angelegt. Er etablierte unter anderem einen neuen Gesetzbuch. Im Jahr 1843 beschlossen die Kofioten, ihn mit einem Gedenkobelisken auf den oberen Platz von Spianada direkt gegenüber den heutigen Statuen von Gouverneur Ioannis Kapodistrias zu gedenken. Bodensenkungen führten 1907 zur Umsiedlung der Säule, die vom Bauunternehmer Andreas Rudos wieder aufgebaut wurde. Bombenangriffe während des letzten Krieges verursachten erhebliche Schäden, obwohl dies schließlich restauriert wurde. Die Küste von Gariza wurde in ihrem heutigen Zustand zwischen 1956 und 1963 gebaut. Der Obelisk besteht aus Marmor und ist rund 7 Meter hoch. Die gravierten Bronzenbilder auf dem Sockel des Douglas-Obelisken sind das Werk des kofiotischen Graveurs Ioannis Baptistis Kalos Rudos. Sie zeigen auf der einen Seite eine weibliche Figur, offensichtlich Corfu personifiziert, die auf einem Felsen mit einer Trireme im Hintergrund sitzt und einem Olivenzweig eingreift, ein symbolisches Bild von Corfu. Auf der anderen Seite sehen wir das Wappen des Commissioners und auf der dritten Seite ein Diadem. Die vierte Seite des Douglas-Säule trägt eine in altgriechischer Inschrift von Christophoros Philitas, Professor für Philosophie an der Ionischen Akademie. Die Inschrift erinnert sich an die Wohltaten, die der Commissioner Corfu schenkte. Die Douglas-Säule, wie die Einheimischen sie liebevoll nennen, hat es geschafft, der Region ein Wahrzeichen zu geben, während Howard Douglas die Geschichte der Insel geprägt hat. Wenn Ihnen diese Geschichte gefallen hat und Sie mehr wissen möchten, schauen Sie sich unseren Blog unter corfuguidedus.com an. Danke fürs Zuschauen!